Muss ich meinen Rentenantrag wegen der Corona-Krise später stellen oder gar nicht stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Deutsche Rentenversicherung teilte am 16. März diesen Jahres mit, dass sie bis auf Weiteres ihre Beratungsstellen und Servicestellen schließen wird. Der Grund ist relativ klar, wegen der Corona-Krise will man eine Ansteckung der Mitarbeiter verhindern und damit auch die Arbeitsfähigkeit der Deutschen Rentenversicherung für die Zukunft sicherstellen. Deshalb ist das auch völlig in Ordnung, wenn die Beratungsstellen jetzt erstmal geschlossen haben. Man kann dann online Termine vereinbaren, aber wie allgemein bekannt ist, ist das relativ schwierig, da kurzfristig auch Termine zu bekommen. Die Wartezeiten sind ja sehr, sehr lang bei der Deutschen Rentenversicherung. Viele Versicherte, die auf Hilfe angewiesen sind, für die ist das natürlich ein schwerer Schlag. Uns erreichte halt eben die Anfrage eines besorgten Arbeitnehmers, der noch im laufenden Arbeitsverhältnis steht und eigentlich für dieses Jahr 2020 vorhatte oder vorhat, in Rente zu gehen. Und dazu muss er natürlich einen Rentenantrag stellen. So, und jetzt stellt er die Frage, soll ich das jetzt verschieben? Was passiert jetzt? Ich bin auf das Geld angewiesen. Ja, und da kann ich natürlich alle beruhigen. Sie müssen hier gar nichts verschieben. Ja, also Sie stellen bitte ganz normal Ihren Rentenantrag. Und zwar zu dem Termin, den Sie sozusagen für sich selbst auch geplant haben. Es kann ja nicht sein, wenn Sie zum Beispiel zum 30. April Ihr Arbeitsverhältnis beenden, dass Sie jetzt auf einmal aufgrund der Corona-Krise Ihren Rentenantrag erst am 1.10. diesen Jahres stellen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also, keine Angst haben, einfach den Rentenantrag stellen. Jetzt ist es natürlich so, normalerweise gehen Sie zur Deutschen Rentenversicherung, machen die Tür auf und sagen, hallo Freunde, ich will meinen Rentenantrag stellen, haben die Unterlagen mit dabei. Jetzt geht das aber nicht mehr so einfach. Das heißt also, jetzt können Sie oder sollten Sie das Internet benutzen und können auch, so sagt es auch die Deutsche Rentenversicherung auf ihren Internetseiten, dort die Rentenanträge von der Deutschen Rentenversicherung dort nutzen oder das Online-Portal der Deutschen Rentenversicherung für den Rentenantrag nutzen. Wer damit aber nicht klarkommt, hat natürlich auch wieder ein Problem. Wer hilft mir da? Ganz klar und eindeutig, nutzen Sie dann in diesem Fall, wenn Sie damit nicht klarkommen, unser Rentenantragspaket auf www.rentenbescheid24.de. Mit uns stellen Sie gemeinsam sicher und zeitnah Ihren Rentenantrag, auch in der Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.